Moin moin meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play NHL 15 im Saisonmodus. Wir haben jetzt gerade den vierten Spieltag, es heißt Hamburg Freezers gegen Kölner Haie in Hamburg. Das müsste momentan der erste gegen den dritten oder ersten gegen den vierten sein. Ich hatte am Ende der letzten Folge mal geguckt, die Kölner sind saugefährlich. Ich glaube, die haben in drei Spielen 14 Tore oder sowas geschossen. Das sind 5 mehr als ich geschossen habe. Also da muss ich mich bestimmt gleich richtig vorsehen bei der Verteidigung. Also das könnte wirklich mal ein enges Spiel werden. Ich bin gespannt, wie das laufen wird. Und ja, momentan sind wir halt noch souveräner Erster mit 3 Siegen, 9 zu 2 Torverhältnis, glaube ich. Und ich würde sagen, gehen wir mal ohne große Umschweife ins Spiel rein. Ja, ausgeglichene Teams, überall 3 Sterne, beide Teams. Und wir spielen wieder daheim. Ich weiß nicht, ob das wirklich... Ja, doch, passt schon. So, dieses Mal lasse ich auch die Show hier vorne weg für euch da. Das habe ich euch ja schon ein paar Mal versprochen und nie dran gehalten. Ich bin mal gespannt, mit welchem Torwart Köln spielt. Mit Danny Außenbirken, mit Zivzer. Haben die noch einen guten? Aber bin ich jetzt gerade überfragt, muss ich. Danny aus den Birken, Holmquist und Sülzer in der Verteidigung, Chris Minard, John Johnson, glaube ich, und... Oh Gott. Irgendein Igulden. Wir mit unserer Standard-Starting Six, Sebastian Caron im Tor, Schubert und Festerling in der Abwehr und den Sturm machen Pettinger, Festerling und Jerome Flake. So, was haben wir denn hier? Danny aus dem Birken hat noch kein Spiel gespielt. Was? Ja. Caron gegen Tordurchschnitt von 0,66. Ein sehr schöner Schnitt. Ah ja, da sehen wir es. 14 zu 9 Tore. Allerdings haben sie auch schon 7 Gegentore wie erst 2. Ja, ja. Es könnte eng werden. Kratzer. Okay. Da sind welche angeschlagen bei uns. Das finde ich aber gar nicht cool. So, auf jeden Fall rein ins Spiel und ich halt mal ein bisschen die Klammer bei der Einlaufshow. Obwohl es ja eigentlich nichts zu sehen gibt. Das ist genau die gleiche wie bei NHL 14. Und die läuft nicht so ab, wie ich gedacht hätte. Naja, egal. Jetzt habt ihr es mal gesehen. Wir spielen in Hamburg mit einer Kapazität von 18.000. Schön wär's. In Hamburg passen leider nur 12.800 Leute rein. Ja, komm, lassen wir mal das gesamte Vorgeplänkel an. Einmal einen Blick auf die beiden Goalies. Und los geht's. Spitzenspielzeit in Hamburg. Erster Bulli gehört wie fast immer mir. Und da war schon der erste Schuss von Garrett Festerling. Oh Gott. Was? Wo war das denn eine Strafe? 2 Minuten für Tripping, Beinstellen. Wo war das denn Beinstellen? Wollen die mich verarschen? Und wo zeigt die Kamera dahin? What the fuck war das? Ja, natürlich. Geht richtig gut los, das Spiel. Eine 44-prozentige also 44% der Powerplays hat Köln bisher genutzt. Das ist ein verdammt guter Schnitt. So, das war sehr schön gestört. Und das war ziemlich dämlich von ihm. Oh! That's called a pin. Does he get 3 points? Cologne's going back to get restarted with their advantage. Oh, jetzt laufe ich in den Konter. Aber sie spielen schlecht, die Kölner. One pass sets up another. Let's it go. Okay. Oh, da hat er mein... Oh Gott! Sehr schön reagiert von Sebastian Caron. Hei, 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 hei.
Jetzt werden sie gefährlich. Jetzt werden sie okay, der war weit daneben. Okay, so. Erste Unterzahl überstanden. What war das denn? Oh, da gibt der Kölner beinahe meinem Spieler eine Vorlage hier. Morten Madsen stand da fast bereit. Oh. Oh, oh. So, Sertich auf Mitchell und da steht plötzlich ein Kölner im Weg. Das ist doof. Oh, shit. Oh, das war knapp. Meine Güte. Die setzen sich aber auch fest in meiner in meiner Verteidigung. Huch. Warum ist denn dann jemand? Da stand Oppi nicht optimal, um den Puck abzunehmen. Sehr schön gestört von Sam Klaassen. Klaassen auf die Pui und der kommt nicht durch die Abwehr. Oh, 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 oh. Ui, da habe ich Glück gehabt. Meine Güte. Oh, 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 oh. Ui, der war knapp. Okay, schön gestört. Und da haben wir einen Puck jetzt. Oder so, feiner schon wieder weg. So, Schmidt auf Kevin Clark. Und der Puck ist weg. Meine Güte, was ist denn hier los? Cologne's going to begin the quick road back. He moves that one ahead through center. So, Julian Jakobsen jetzt im Angriffsdrittel. Spielt rüber, sollte zu Cabana gehen, kam nicht an. Böser Hit von Nico Krämer gegen irgendeinen Kölner. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie die alle heißen. Homburg's recoiling here. Okay, Krämer. Rüber auf Jakobsen, aber der kommt da irgendwie nicht ran. Och, Cabana, was war das denn? Aua. Okay. Puck ist raus, das war wohl das erste Drittel jetzt. 0:0 zwischen Hamburg und Köln. Da muss noch mehr kommen. Das war kein gutes Drittel von mir. Viel zu wenig Chancen. So seht ihr es, ich hatte mal gerade zwei Schüsse. Was? Mal kurz in die Statistiken gucken. Ja, nicht so eine Statistiken. Das sind zu verwirrende Statistiken. Egal, wir setzen einfach mal das Spiel fort. Und jetzt müssen wir mal ein Tor schießen, ja. Ich möchte ungern in eine Verlängerung gehen. Das geht meistens nicht gut bei mir. So, Festerling auf Pettinger, der zieht ab, trifft aber nichts. Was war das denn für ein Hit? Uiuiui, ui, der war knapp. Hey, warum holt er sich den Puck? Mensch. So, jetzt kommt der schnelle Konter. 3 auf 2 Situation. Festerling! Da wollte er es alleine machen. Da kam der Puck nicht ganz bei Jerome Flake an. Aber schöner Versuch. Oh, da haben wir den Bulli verloren. Oh Gott. Oh, da hat er mir den Puck weggekriegt. Oh, das war ein böser Hit. Da gibt's doch keine Strafe für. Aber wir haben Glück gehabt.
So, Mathieu Roy auf Kevin Clark. Das war scheiße. Oh Mann! Da will man ein schönes Tor machen und wie wird's. Oh oh! Ungefähr das wollte ich gerade machen. Oh, der war abgefälscht, aber Danny aus dem Birken hat den sicher. Was willst du hier? Keuler Spacken. Oh. Oh, zum Glück hat er den nicht geschossen, sonst hätte es eine Prügelei gegeben. Ah, Mensch, da kam Mitchell nicht ran an den Puck. Oh. Oh oh. Das war ein schlechter Pass. Das war ein richtig schlechter Pass. Wo ist. Oh, die Schwein gehabt. Das hätte gefährlich werden können. The Freezers will start from their own end. Gains the zone. Ah, das war auf die Fanghand aus den Birken. Keine Chance dann. Schön gehalten von Sebastian Caron. Schöner Check von Brad Festerling. Der jetzt auf Flake. Und der mit seiner... Was war das? Das war schlecht. Das war kein schöner Angriff. Also bis zum Schuss war der Angriff schön, aber... Oh, was war das? Och, was war das denn? Meine Güte, was spiele ich denn hier gerade für ein scheiß Eishockey? Schön geblockt von Brad Festerling. Und da ist der Puck draußen. Abseits wäre das. Puck auf Dupuis. Puck auf Clark. Das Drittel ist auch schon wieder rum. What the fuck? Oh! Verdammt! Er war knapp. Drittes Drittel, 0-0. Eigentlich hätte ich fast eher ein Tor-Festival hier erwartet bei dem Spiel. Aber gut. Och, was macht ihr denn da? Okay, das. Och, was macht ihr denn da? Oh, Gott. Oh, das gefällt mir. Okay, das war Glück, dass die Kölner da missgebaut haben. Da war meine Abwehr gerade richtig unsortiert. Ah, ja, geil, ja. Ja, was geht denn jetzt gerade hier ab? Right on his tape, what a long outlet pass. Good hand to eye and the reach of the stick. And that one's routine. Let's it go. Why? The Freezers. So, jetzt aber. Headed right into the shadow of the scoreboard. Full steam up the wing. Right up the side. So, Flake auf Oppenheimer. Oppenheimer wollte einmal mal draufhauen, aber da kann man nicht am Verteidiger vorbei, du. Schöner Hit gerade von Kevin Clark. Ah, Mann, der muss doch drin sein. Oh, den kriegt Tor nicht. Das wird jetzt aber ganz gefährlich. Uiuiuiui. Schön geblockt von Kevin Clark. Oh, jetzt der schnelle Konter über Thomas Oppenheimer. Der legt ab auf Mitchell und der in die Fanghand von Danny aus dem Wirken. Verdammte Scheiße. Oh, oh. Huiuiui, da habe ich auch Glück gehabt gerade. Normalerweise gibt es fast immer Schlägereien, wenn man solche Aktionen bringt. Nach dem Pfiff den Puck noch weiter zu schießen. Och, Cabana, den musst du doch kriegen.
through center ice. Up the wing. Looks ahead to start something. Pass right up the wing. Ah! Auf was war das denn, Krämer? No worse feeling as a shooter to be in a perfect position and have your stick. Terrific outlet pass. That's just another save. So, und jetzt kommt der Flakezug ins Rollen hier. Flake schneller als alle anderen. Pass auf, Pettinger kommt nicht an. Festerling hat sich einen Puck geholt. Da liegt ein Stock. Ah, der Pass auf Flaki kommt nicht gut. Meine Güte, du. Leute. Da schien der Pass sogar mal angekommen zu sein, aber ging leider nicht rein. So, Flak auf Festerling. Festerling mit einer schönen Körpertäuschung und nicht vorbei am Torwart. Oh Mann! Jetzt habe ich gerade ganz klar das Chancenplus. Aber er will einfach nicht reingehen. Und wir sind schon in der letzten Spielminute. Das ist nicht gut, Leute. Das ist gar nicht gut. Diagonally to Johnson. Nein. Das wollt ihr gar nicht. Sehr schön von Kevin Clark. Der auf Dupuis. Der auf Oppenheimer. Und das wird jetzt der letzte Angriff des Spiels. Und der ist nicht drin. Und da habt ihr es. 0-0 nach 60 Spielminuten. Aber jetzt werdet ihr das auch erfahren. Es gibt kein Unentschieden im Eishockey. Es geht weiter mit einer Overtime von 5 Minuten. Also 5 Minuten Verlängerung. Und wenn es danach noch 0-0 stehen sollte, geht es ins Penalty-Schießen. Quasi das Elfmeterschießen des Eishockeys. Hofft für mich, dass es nicht so weit kommt. Penalty-Schießen ist absolut nicht meine gute Disziplin. Ja, Overtime wird nur noch 4 gegen 4 gespielt. Wie gesagt, 5 Minuten. Oh, da war schon eine gute Chance. So, jetzt Phil Dupuis auf Schubert und der macht ihn rein. Komm schon. Ach, und in der Overtime gilt Golden Goal. Also wenn ein Tor fällt, dann ist es aus. Oh. Schöner Check von Schubert. Boah. Alter. Nein. Das war Abseits. Da war Clark vor dem Puck im Drittel. Back in his defensive end to get it. It's a 3-on-2 as turned aside off the pad. And he's able to keep it in. Eieieiei, gefällt mir gar nicht. Gefällt mir gar nicht. Das dann schon eher. So, Flak hier auf Festerling. Festerling und... Was war das? Looks ahead to start something. Okay, so he's got it on his stick. What'll he do next? Ah, aus Spitzenwinkel versucht und am Danny aus dem Birken gescheitert. Meine Güte. So. Ah, da war noch mit dem Pad dran. Oh, der war nicht drin. Oh, nein. Am Tor vorbei.
Meine Güte, wie viel Schwein kann ich haben? So, jetzt Clark mit Dupuis auf. Das gibt es doch nicht. Wie viele Chancen brauche ich denn noch? So, die letzten 35 Sekunden des Spiels, der Verlängerung. Der war schlecht geschossen. Aber egal, auf die Fanghand. Ah, Mann, ich will nicht ins Penalty schießen, Leute. Echt nicht. Ich wollte gerade sagen, da muss halt Schubi mit einem Hammer herhalten. Aber selbst das funktioniert nicht. So, die letzten 10 Sekunden laufen. Oh, oh. Oh, oh. Komm, gib Stulle, Flake. Übers Tor weg. Leute, freut euch. Penalty schießen. Das werde ich garantiert... Naja, nicht garantiert, aber ich werde höchstwahrscheinlich verkacken. Oh Mann. Vor allem, weil ich... Ich weiß nicht, steuere ich den Torwart selbst in dem Modus? Nein, tue ich nicht. Gott sei Dank. Das wäre ja sonst die richtige Katastrophe gewesen. Erster Puck gehalten von Sebastian Caron gegen... Ich weiß gar nicht wen. Der ging an den Pfosten. Hat er sogar richtig Glück gehabt. Jetzt heißt es Flake gegen Danny aus den Birken. Mal sehen, ob ich da was reißen kann. Regeln bei Penalties, man darf sich nicht nach hinten bewegen. Und das war scheiße. So, Sulzer gegen Caron. Sulzer gegen Caron, Caron ist Sieger, sehr schön. So, Kevin Clark jetzt gegen Danny aus dem Birken. Wo hat er den denn hingeschossen? Wo hat er den denn hingeschossen? Ah, ich glaube, der war aus dem Birken noch dran. Verdammt. So, Chris Minard gegen Sebastian Caron. Und der ist drin. Der ist drin. Nein, Leute. Jetzt bin ich dazu verdammt, ihn reinzumachen, sonst ist es aus. Aber sehr schöner Penalty. Das muss man ja mal sagen. Der war richtig schön. So. Thomas Oppenheimer. Und er hat ihn gehalten. Da ist unsere erste Niederlage, Leute. 0:1 gegen die Kölner Haie, Kölner Haie im Shootout verloren. Im echten Leben haben wir sogar 4:1. Nee, Quatsch. 3:1 verloren. In der regulären Spielzeit. Aber dadurch, dass wir in die Verlängerung gekommen sind, haben wir uns einen Punkt auf jeden Fall gesichert. Heißt, wir sind jetzt mit 10 Punkten in der Tabelle vermutlich immer noch Erster, glaube ich. Aber dennoch, erste Niederlage. Sehr traurig alles. Mann. Dabei hat Caron echt gut gehalten, das Spiel über. Aber Danny aus dem Birken war einfach noch ein Ticken besser. Muss man ja so sagen. So, komm, jetzt lade mal, ich will auf die Tabelle gucken. Nein, er will nicht laden. Ah, doch jetzt. So, das ist die erste Saisonniederlage. Wir spulen schon mal vor bis zum nächsten Spiel. Da geht es gegen die Grizzly Adams Wolfsburg. Ebenfalls wieder in Hamburg. Nordderby. So, jetzt gucken wir aber einmal kurz auf die Statistiken, auf die Tabelle. Wir sind immer noch auf Platz 1 mit 10 Punkten. Krefeld klebt uns aber schon hart am Arsch. Ebenfalls mit 10 Punkten. Darauf folgt dann Wolfsburg. Oh, das wird dann ja wieder ein Spitzenduell. Köln hat 8 Punkte. Wie kann das denn sein? Achso, durch den Overtime-Sieg haben sie ja nur 2 Punkte bekommen und nicht 3. Ja gut. Dann könnt ihr euch nächstes Mal aufs Nordduell freuen. Hamburg Freezers gegen die Grizzly Adams Wolfsburg. Wieder in Hamburg. Ich bin schon sehr gespannt. Das wird bestimmt auch ein gutes Spiel. Dann danke ich euch jetzt erstmal wieder viermal fürs Zusehen. Lasst mir doch eine Bewertung da, schreibt mir was in die Kommentare. Nicht was, sondern wie euch das Video gefallen hat oder was euch nicht gefallen hat, was ich verbessern könnte. Lasst mir bei Gelegenheit eventuell sogar ein Abo da. Ich würde mich riesig drüber freuen. Ja. Bis zum fünften Spieltag. Ciao.